Die Rotax-Mikros sind auf der Strecke und da haben wir insgesamt 8 Teilnehmer. Also 80 Teilnehmer sind es insgesamt hier heute bei den ACV Kart Nationals / Rock Cup Germany. Damit sind wir zufrieden, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn im nächsten Jahr noch mehr teilnehmen würden. Auf der Pole Position hat es geschafft Max Reiß mit der Startnummer 128. Er wird hier das Feld der Rotax Mikro zum ersten Rennen des heutigen Tages anführen. Daneben Alessio Ivan Ladan mit der Startnummer 142. Ja, wird auf Platz 2 oder von Startposition 2 ins Rennen gehen. Die zweite Startreihe belegt Finn Grube mit der Startnummer 131 vor Taim Saleh mit der Startnummer 130 auf der 4. Dahinter Lennox Meyer mit der 177. Er wird von 5 aus ins Rennen gehen und zwar neben Luis Romeo Reichel mit der 107 auf der 6. Vierte und letzte Startreihe belegt Julian Junghai mit der 124 auf 7 und zu guter Letzt Moritz Wolber mit der Startnummer 115 auf seinem Kart. Er übrigens ja, mit einem CRG-Chassis unterwegs vom ADAC Südbaden e.V. Er wird das Schlusslicht dieses Laufes hier markieren und dann dürfte es auch gleich losgehen. Und an dieser Stelle sei gesagt, Max Reiß momentan der Meisterschaftsführende. Und wenn nichts schief geht, dann dürfte das auch so bleiben. Er liegt mit 40 Punkten vor Finn Grube. Also hat er schon einen guten Respektvorsprung an dieser Stelle, sei gesagt. Wenn hier wirklich nichts schief geht, dann dürfte das in trockenen Tüchern sein. Also Max Reiß, Meisterschaftsführender. Und die Zeichen stehen nicht schlecht. Der Start ist freigegeben. Und allen voran Alessio Ivan Ladan, der hier eben in Führung geht. So, Strecke ist teilweise etwas schwer einsehbar. Ich muss mich ein bisschen auf die Bilder verlassen, die mir die Regie hier zuspielt. Da sind die Nummern etwas schwer zu erkennen. Also wir schauen mal. Es geht nämlich von der Startzielgeraden geht es in die schnelle rechts. Das ist so die schnellste Kurve, wenn man Kurve dazu sagen kann. Auf der Strecke, dann gibt es eine Spitzkehre, das ist so die engste Kurve auf der Bahn, dann fährt die schnelle links ins Wäldchen entlang der Leihkartbahn, eine schnelle S-Kombination gibt es im Waldgeschlängel und dann kommen sie hier auf die Gegengerade. So, Taim Saleh hat die Führung übernommen. Das heißt, die Reihenfolge lautet Taim Saleh, Alessio Ivan Ladan, Reichel auf der 3, dahinter Grube auf der 4, Lennox Meyer belegt die 5. Position, Jungheim 6, Wolber 7 und Max Reiß auf der 8. Sehe ich gerade Max Reiß. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er Probleme hatte mit dem Getriebe, wenn mich nicht alles täuscht. Er also auf jeden Fall dem Feld nachgefahren. Gut, das wusste ich so nicht. Auf jeden Fall also der neue Führende, Taim Saleh. Und Max Reiß fährt von hinten nach. Und das ist natürlich, da vergessen Sie am besten alles, was ich eben gesagt habe. Denn Max Reiß ist der Führende. Er muss natürlich gucken, dass Finn Grube da jetzt nicht ihm einen Strich durch die Rechnung macht, der momentan auf Platz 4 ist. Demnach würde er, ich glaube, 12 Punkte bekommen. 16 Punkte gibt es für den dritten Platz. Und etwas weniger dann für den vierten Platz. Das würde demnach nicht reichen. Aber Finn Grube, wenn er weiter vorfahren kann, könnte das relativ eng werden für Max Reiß. Aber ich denke, dass auch Max Reiß weiter nach vorne fahren wird. Weiter in die Punkte und dann dürfte der Drops gelutscht sein. Theoretisch müsste er nur 10 Punkte machen, dann wäre er uneinholbar. Beziehungsweise 11 Punkte. Noch 6 Minuten 40 verbleiben. Alessio Ivan Ladan vor Taim Saleh. Dann haben wir Finn Grube auf der 3, Lennox Meyer auf 4, Reichel 5, Jungheim 6, Wolber 7 und Max Reiß hinterher, der aber zumindest mal mit der schnellsten Zeit unterwegs ist hier auf dem Erftlandring. Mit 51,451. Also an dieser Stelle bitte ich zu entschuldigen. Der geht es gleich mal drunter und drüber. Max Reiß, der von der Pole Position hätte starten sollen, ist ja dem Feld nachgestartet. Also ist demnach momentan noch weiter hinter. Hat sich aber jetzt in diesem Moment einen Platz nach vorne gearbeitet.
Und der Abstand zum ersten ist ja noch in Reichweite. 2,5 Sekunden, das geht noch. Es verbleiben noch knapp 6 Minuten. Also Max Reiß könnte hier durchaus noch etwas reißen. So, da höre ich gerade per Funk, ja, Max Reiß, der ja eigentlich von der Pole Position hätte starten sollen, habe ich gerade erfahren, er war zu spät zum Vorstart da und das Reglement schreibt vor, dass er dann also von hinten starten muss, darf seine Startposition laut Zeittraining nicht einnehmen, das heißt, er fährt dem Feld hinterher. Also einfach zu spät zum Vorstart gekommen, so einfach kann es manchmal laufen. Ja, so blöd ist es auch und deswegen Max Reiß von hinten hinterher. Da hoffen wir mal, dass das keine größeren Auswirkungen auf die Meisterschaft für ihn hat. Das Feld ist noch relativ eng beisammen. Also, wir haben jetzt den neuen Führenden, beziehungsweise ja, den neuen Führenden Time Saleh, eben Alessio Ivan Ladan. Die zwei bekriegen sich hier zu dem Trio gesellt sich, oder zu diesem Duett gesellt sich dazu, Finn Grube auf 3. Somit haben wir ein ganz interessantes Trio. Und Time Saleh, Alessio Ivan Ladan, die können sich da von diesem Feld von der Spitzenposition oder den Spitzenpositionen noch nicht ganz lösen. Also recht interessante Geschichte hier. 4 Minuten verbleiben noch. In der Meisterschaft, wie gesagt, Max Reiß führender vor Finn Grube und Time Saleh aus Viernheim. Das ist so die Top 3. So, und jetzt wird aus dem Trio ein Quartett. Dazu kommt Finn Grube. Übrigens hat sich Max Reiß jetzt deutlich nach vorne gearbeitet. Die Top 3 heißt jetzt Time Saleh, Max Reiß und Alessio Ivan Ladan. Also da hat er äußerst schnell Boden gut gemacht. Das ging doch wesentlich schneller als erwartet. Jetzt kommen die Fahrer gleich aus der Tripskurve. Da haben wir sie auch schon, und zwar in die Mutkurve, ja, mit Vollgas. Und zwar nur mit Mut zu nehmen. Also da kann man durchaus auch ein paar Hundertstel gut machen, wenn man da drauf bleibt, eine gute Linie hat. Da muss man schon ein bisschen starke Nerven haben, denn man hat eigentlich immer das Gefühl abzufliegen, wenn man da drauf bleibt. Aber wenn man eine gute Linie hat, dann passt das soweit. Jetzt der neue Führende, Max Reiß, hat sich jetzt die Führung geschnappt. Also da ist es. Das hat relativ kurz gedauert, hinterhergefahren, aber damit zeigt er seine Dominanz hier in diesem Feld der Rotax Mikro und schnappt sich die Führungsposition. Damit hat er also ja, den Schaden begrenzt, beziehungsweise alles gut. Es gibt überhaupt keine Vorwürfe zu machen mehr, was ja, zu spät am Vorstart angeht. Max Reiß, der Führende vor Time Saleh. Und Finn Gruber an dieser Stelle, schnellste Runde, 51,277. Und damit ist er tatsächlich 3 Zehntel schneller als Time Saleh in der letzten Runde. Und da ist 3 Zehntel schon, ja, ein Haufen Holz. Hier haben wir ihn, Max Reiß, über Start und Zielgerade. Hier im Bild sehen wir es, Max Reiß dichter hinter Time Saleh. Und ja, mit einer kleinen Lücke von 2 Sekunden haben wir Finn Gruber auf der 3. Finn Grube natürlich, der kann sich dann die Hoffnung auf Platz 1 in der Meisterschaft der Rotax Mikro ja damit eigentlich schon fast abschminken. Da hat er natürlich sich gefreut, dass Max Reiß diesen Fehler begangen hatte und er ja eventuell dahinter ist. Aber wenn wir mal realistisch sind, in so einem kleinen Feld, da kann man schon auch schnell aufholen. Also man hat natürlich immer so diese kleine Hoffnung oder wenn sowas passiert, dann ist man natürlich, freut man sich auch ein bisschen, ja, das ist natürlich klar. Aber ja,
Da muss Finn Grube also zurückstecken. Also ich denke, das ist eine klare Sache hier für die Rotax-Mikros und natürlich auch für Max Reis, der eine außerordentlich gute Saison hat. Der hat eigentlich alles gewonnen seit Wackersdorf. In Cheb hat er beide Rennen gewonnen, in Wittgenborn. Ja, außer in Oppenroth, da war es im ersten Lauf ein bisschen schwieriger, ja. Da kam er im Mittelfeld an und dafür aber im Finale hat er wieder gewonnen gehabt. Das war so der einzige Einbruch, aber wenn er hier heute weiter gewinnt, ja, viel besser kann es nicht laufen und da wird es dann auch im nächsten Jahr einen Aufstieg geben seitens Max Reis, da bin ich mir sicher. Ja, eine halbe Minute noch. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass Max Reis locker hier gewinnen wird. Time Saleh sitzt ihm im Nacken und zwar so sehr, dass er auf Kontakt fährt. Und da sehen wir es über Start-Ziel gleich auch für Sie im Livestream auf der Strecke. Wir haben einen kleinen Zeitversatz drin, deswegen bitte nicht wundern, wenn es manchmal nicht ganz passt. So, das ist die Schwierigkeit, aber gleich hast du es letzte Runde und dann schauen wir uns mal an, ob Max Reis hier seine Führung verteidigen kann. Aber selbst wenn er Zweiter werden würde, würde es reichen, um die Meisterschaft zu gewinnen. Und da können wir eigentlich schon nach diesem Rennen sagen, herzlichen Glückwunsch Max Reis zum Sieg in der Meisterschaft. Natürlich alle Angaben ohne Gewähr. Es kann natürlich immer noch was dazukommen, wenn die Race Control noch irgendwas zu bemängeln hat. Das weiß man natürlich nicht. Wir bleiben also drauf bei diesen zwei Führenden, Max Reis und Time Saleh. Und da sind sie und kommen durch die Schumacher-Schikane, die auch sehr schön anzuschauen ist. Gerade morgens ist sie noch äußerst rutschig, wenn so noch ein bisschen der Tau, der Frost auf der Strecke liegt. Aber der Grip baut sich jetzt nach und nach immer mehr auf. Die Schumacher-Schikane sehr schön zu sehen. Dann geht es an der Fahrerlagerkurve oder durch die Fahrerlagerkurve vorbei. Und ja, zum Schluss natürlich dann wieder auf Start- und Zielgerade. So, also die letzte Runde ist angebrochen für Max Reis, Time Saleh und Finn Grube. Soweit die Top 3 hier bei den Rotax Mikros. Wir bleiben dabei, jetzt auch hier wieder Schumacher-Schikane, Fahrerlagerkurve und dann Startziel. Und dann heißt es herzlichen Glückwunsch. Und zwar hier an die 128 Max Reis. Da geht die Hand nach oben und auch Time Saleh freut sich darüber, dass er hier nochmal 20 Punkte kriegt, schon mal fürs erste Rennen. Denn auch er hat natürlich ein Ziel vor Augen, das ist Zweiter werden in der Meisterschaft. Finn Gruber hat er hinter sich gelassen, der ist nämlich vor ihm in der Meisterschaft und die beiden trennen nur 9 Punkte. Also das ist so das heimliche Duell abseits der Führung, der Goldmedaille quasi, auch sehr gut gemacht. Da dürfte er sich natürlich freuen, also Time Saleh dabei, auf dem besten Weg dabei, Zweiter zu werden in der Meisterschaft. Aber es ist noch nicht alles entschieden und noch nicht alles gesagt, denn das Finale wird gleich kommen. Sehr, sehr schön gemacht. Das erste Rennen ist somit Geschichte. Das Halbfinale. Wir machen weiter mit dem Halbfinale der Rock Minis zum zweiten Rennen. Jetzt gleich im Anschluss.